Ich möchte ein Zeichen setzen, dass die Form, in der das Treffen hier stattfindet, nicht okay ist. Da werden sehr wichtige Entscheidungen getroffen, die viele Leute betreffen. Aber die Leute, die Entscheidungen dann betreffen, die haben überhaupt nichts zu sagen. Und das finde ich nicht okay. Dass die Leute, die sich in Heiligen Damm treffen, eine Politik mache, die ich nicht haben will und die viele nicht haben wollen. Und deshalb bin ich hier, um das zum Ausdruck zu bringen. Glaubst du, dass die G8 zu irgendwelchen Lösungen kommen werden? Also ich glaube nicht, dass das im Interesse der Schwächsten und Ärmsten getroffen wird, sondern immer nur zum eigenen Vorteil und im Interesse der Industrie. Ihr führt Kriege und ihr schiebt Menschen ab und dann stellt euch hier hin, habt ihr noch eine Tasse im Schrank. Years ago they shouted, inaction was a crime. They said the knights must be improved. To build malls and highways, this is wrong. And the only moral thing to do is to burn down the malls. Ich bin nicht richtig, doch ihr wisst ganz genau, es ist noch lange nicht vorbei, wir bleiben friedlich. Ich hab euch friedlich getroffen, doch die anderen haben zuerst geschossen. Wir bleiben friedlich, ich hab euch friedlich getroffen. Scheiß mal nicht genau, wir bleiben friedlich, machen wir nichts mehr. Wieder Überstunden und die Frau zu Hause mag das überhaupt nicht gern. Sie haben wieder Überstunden. Warum sind sie eigentlich hier? Wir haben sie nicht darum gebeten. Schon wieder Überstunden. Wie kann's recht sein? Ich habe eine gute Zeit hier am Pflegen. Erzähl mal kurz, G8, warum? Oder gegen G8, warum? Gegen G8? Ja, ich will eigentlich nur zum Kumpel. Aha. Also mal schauen. Und? Geht heute was? Naja, das wird man sehen, wie die Situation sich entwickelt. Also, naja, jetzt ist ja noch früh, weiß man noch nicht. Da sind einige da, ne? Auch vom Schwarzen Block? Ja, ja. Also, wir sind stark getreten. Also, okay. So ruhig wie jetzt bleibt es nicht.
Und ein bisschen die Nase voll von den Festnahmen, von der ganzen Durchsuchung und von den ganzen... Ja, das ist schlimm. Also ich hatte viele Kumpel in Hamburg und so weiter, alle von betroffen. Und es kann auf alle Fälle nicht so bleiben. Okay. Ich habe gerade gehört, die letzten sind vom Bahnhof gerade eben erst losgegangen. Wir sind eine Riesendemo hier heute. Thank you.
Stabi weiter. Hey, Stabi, Antonia, wie heißt du bitte? Hey, wie heißt du? Dass an den Rändern die Leute solidarisch zusammenstehen sollen, aufeinander achten. Die Situation bleibt angespannt dabei. Jetzt von drüben. Ich meine, wir durften nun alles abbauen. Aber die kriegen ihre Scheiben nicht raus. Die mussten das stehen lassen. Ich finde das sowas von Kassenbusen. Das ganze Scheißchen. Hat die Polizei das gemacht oder die hat das gemacht? Was hier passiert ist. Was halten Sie von G8 jetzt, von dieser Veranstaltung hinterm Zaun? Ich finde es alles ein Scheiß. Entweder sollen sie es öffentlich machen und alles vernünftig machen, aber jedenfalls passiert das hier. Es ist ganz große Scheiße. Die Payment, And the trains won't drive along here because of demonstrators. I don't see anybody here is blocking the railways. Es gibt Meldungen, dass die Polizisten sich die schwarze Kleidung provoziert fühlen könnten. Und da wir hier keinerlei Eskalation suchen, haben wir sicherheitshalber unsere Kleidung abgelegt. Einmal die Tasche bitte auch. Ne? Hast du schon was gefunden? Ja. Was? Gasmasken. Reingucken, nicht reingucken? Ja, müssen aufmachen. Gasmasken habt ihr gefunden. Und das ist gefährlich? Das ist nach dem Versammlungsgesetz verboten. Durch die letzten 5 Sekunden. Geht los? So, legen Sie mal kurz die Zigarette ab, zeigen Sie mir alles, was Sie hier haben. Ja, also die liebe Polizei. Wollen Sie bitte? Erzähl weiter. Sie aufgehalten für unsere eigene Sicherheit. Ich bin zwar nackt, aber ich darf trotzdem nicht durch, weil ich könnte ja Waffen unter der Haut haben und so. I can't go with this on the demo. Mm-hmm. And I have to back to the camp. Aber besser als hier rumstehen! Hey, zwei! Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was, die zweite Fuhre jetzt? Ja. Naja, die haben doch auch eine Durchsage gemacht, dass wir shutteln sollen, alle, die ein Auto haben. Es sind ja so wenig Leute da bis jetzt. Und es ist so eine Meinungsmache auch dagegen, gegen die Demonstranten, wenn man so jetzt im Ort, im Laden, so die Meinungen hört von den Leuten, das zu unterhalten, das ist schlimm. Oder auch auf Arbeit. Wieso kommen wir nicht mehr durch? Bleib doch mal stehen! Wieso Hallo? Kommen wir da nicht mehr durch? Voll gesperrt. Wir haben Auftrag seit 38 diese Straße zur Demonstration voll zu sperren, weil es dort zu Komplikationen, Verkehrsbehinderungen kommt. Stimmt doch gar nicht. Aber ja, weil ganz viele Polizisten da stehen mit ihren Autos. Ich habe meine Tochter da, ich will die das holen. Wo kommen wir denn hier lang? Ja, dann ist das wohl. Wir sind hier eben
wunderbar durchgefahren. Die Straße war frei. Sie lügen doch. Sie wollen bloß die Demonstranten alle nicht ranlassen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Nee, Bürgerrechte einschneiden. Faschisten. Ja, das ging so los, wir haben sind in Schwan angekommen und da wurden wir dann halt kontrolliert mit mehreren Leuten. Da waren Hundertschaften Polizei. Die haben uns dann durchsucht und dann sind wir von da aus dann zu Fuß. Und dann haben wir dann nur Taxi, sag ich mal, dazu, die haben uns dann mitgenommen. Ja, und dann sind dann wir dann sind jetzt im Bus gelandet. Und wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt da rüber, ja? Dort in die Ecke. Da, wo die Polizei steht, ja? Ja, da muss man rein. Ja. Alles klar. Okay, tschüss. Ja, ich muss die kurz kontrollieren, ja? Tabak, Handy. He has to check that it's not something else than water. Sie wissen ja, die Vorkontrollen dienen ja dazu, um irgendwelche Vermummungsmaterialien oder andere Materialien zu finden. Hätten Sie es für vernünftig gehalten, den Zaun nicht zu bauen? Na sicher. 100 Millionen Euro, bitte Sie. Dafür kann Kinder zur Schule gehen, dafür kann gebaut werden. Noch und nicht. Wir sind doch keine Idioten. Aber jetzt also ist machen er gebaut. Sie hier einen total unsinnigen Job eigentlich, ja, sicher oder? Mache ich den. Aber ich bin 25 Jahre bei dieser Polizei und ich sage Ihnen, ich habe schon viel unsinnige Sachen gemacht. Versteht ihr, was hier passiert? Ja, eben, ja hier Demo, G8-Gipfel. Aber darum kümmere ich mich nicht. Was ist die G8? Die 8, da treffen sich die 8 größten. Na, wie heißt das? Die 8 Idioten! Idioten! Warum sind das Idioten? Weil die bekloppt sind, ey. Und hässlich. Ursprünglich sollten ja heute schon alle landen, aber dann hat sich das verschoben. Deswegen haben wir den Tag auf 2 Tage verteilt. Und dann haben wir gehört, dass der Busch heute kommt. Deswegen war das eigentlich eine sehr spontan organisierte Sache. Deswegen hat auch einiges leider nicht geklappt, zum Beispiel der Shuttle-Service von den Bahnhöfen. Das heißt, dass ungefähr 400 Leute ewig warten mussten und auch nicht alle hierher gekommen sind. Einige sind dann auch zurückgefahren, weil es unheimlich lange gedauert hat. Jetzt weiß ich auch Bescheid, dass eben der Bus, der den Shuttle mit übernehmen soll, das ist der Bus von No Lager, der hatte 40 Plätze, dass die alle in Gewahrsam genommen worden sind. Kleine okay, Sitzblockade, einfach. Aber wir stören uns. Wir sind gerade eben so eine französische Delegierte durchgefahren. Erzähl weiter, erzähl einfach weiter. Also, ja, die können nicht fehlen, die sollen nachher dritten Aufforderung geräumt werden. Mittlerweile haben wir schon 5 oder so. Ist doch in Ordnung! Sollten Sie jetzt der dritten Aufforderung nicht nachkommen, handelt es sich hier um eine unerlaubte Ansammlung nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Das war meine zweite Durchsage. Es ist jetzt 20.34 Uhr. Nach der dritten Durchsage setze ich die Einsatzkräfte gegen Sie ein. Tell me what I want to be.
solidarisch zu sein. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Keine Gewalt gegen sie ausgehen. Wir versuchen, die Situation ruhig und entspannt zu halten. Das ist das Konzept unserer Blockade. Wir haben lange dafür geplant, dass eine deeskalative Strategie hier stattfindet. Wir hoffen, dass Sie sich auch daran halten. Wir würden uns freuen, wenn Sie es Ihren Vorgesetzten mitteilen, dass hier Block hier 8 ist und keine Deeskalation möchte. Keine Deeskalation. Wir möchten keine Deeskalation. Keine Eskalation, Entschuldigung. Wir wollen keine Eskalation der Situation. Ja, dann sollen sich Steine wegpacken, die so viel nochmal hier auf dem Wandern. Von uns hat hier hoffentlich keine Steine weggenommen. Wenn, dann werden wir dafür sorgen, dass sie wieder verschwinden. Also hier ist alles dicht, Mitte ist also vom Camp rennlicht
Westen ist alles dicht, wahrscheinlich vom Konflikt, wenn es noch geht. Sieht sehr gut aus. Sowohl der Osten ist geblockt, als auch im Süden und im Westen. Und was wir jetzt gehört haben, ist, dass die, das Fußvolk quasi der G8 per Boot anreisen muss. Und das ist natürlich ein super Erfolg. Und hattet ihr damit gerechnet, so leicht hierher zu kommen? Das war schon überraschend, aber es ist natürlich auch eine super Sache, hier über die Felder zu rennen. Da hat die Polizei keine Chance, das dicht zu machen. So, und dadurch ist das natürlich eine super Organisation im Vorhinein. So. Dadurch hat es gut geklappt. Ja. Wer spenden möchte, ist hier möglich. Noch ein Teller hier. Noch die Bevölkerung. Die Eskalation bedeutete auch, sie überfronten zu. Charlie, can you go backwards a bit? Hey, I'm going to Charlie. I'm Charlie, so you go backwards. That's great. So you stand like that, constant. That's the same thing. Kind of back, a little bit forward. Is was los hier, ne? Ja, dann haben wir gesagt. Wie lange sind Sie jetzt hier und wie lange wollen Sie noch bleiben? Bis nächsten Freitag. Und haben Sie davon gewusst, G8 hier und so? Aber wir hatten im vorigen Jahr schon gebucht, also insofern. Achtung, ey, Edit! Keine Panik, ganz ruhig bleiben. Wir nehmen nur einen Straftäterbus. Hast du sie nicht alle? Haut ab! Hey!
Eigenschutz an die Medienvertreter. Es besteht jetzt keine Durchlassmöglichkeit mehr von der Straße Richtung Versammlungsteilnehmer. Andererseits können Sie Medienvertreter jetzt einmalig hier durch die Polizeikräfte nochmal durchgehen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen, falls es zu einer polizeilichen Räumung kommt. Demonstranten mindestens einen schwer verletzt. Wir brauchen einen Sanitäter. Stehen Sie auf! Wir machen gar nichts! Hey! Ey, hallo! Komm schon! Ey! Was soll das? Alle auf eine Höhe, die Abstände ausgleichen. Okay.